Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Frontier Episode 38, die königlichen Ritter. Die Kinder haben Cherubimon besiegt und denken natürlich erst einmal, dass jetzt wieder Frieden in der Digi-Welt einkehrt. Relativ schnell stellen sie aber fest, dass die Digi-Welt immer noch zerstört ist und sich nicht regeneriert. Naja, dann sehen sie, wie so ein ganzer Berg sich auflöst und gehen dahin. Ich verstehe zwar nicht, warum sie nicht jetzt schon digitiert sind, immerhin haben sie ja gesehen, dass da die Daten verschwunden sind, also müssen da Digimon am Werk sein, also wäre es ja sinnvoller zu digitieren, damit man schneller da sein könnte und zur Not sich auch verteidigen und wehren kann, aber gut. Naja, sie digitieren dann, wenn sie da sind, das geht noch relativ schnell, und dann sehen sie halt Baronmon. Kannten wir natürlich schon aus Digimon World 2003, aber für uns war es der erste Anime-Auftritt, für die Japaner natürlich nicht, die haben das ja schon im fünften Digimon bzw. ersten Tamers-Film gesehen, wenn es da auch nur einen kurzen Auftritt hatte. Das sagt dann natürlich, dass die Kinder halt über die Spirits der 10 legendären Digikrieger verfügen und ich weiß nicht wieso. Die Kinder wundert das, dass Baronmon das weiß und sagt und digitieren auf einmal wieder zurück. Naja, dann begleiten die Kinder Baronmon, weil er sagt, er möchte ihnen eine Geschichte erzählen und dann gehen sie in den Tunnel zur Geschichte der Digi-Welt. Ich würde ja gerne mal wissen, wer diese ganzen Aufzeichnungen überhaupt macht. Gut, vielleicht macht es ja dieser Tunnel irgendwie selber. Ist ja alles eine digitale Welt, okay, klar. Allerdings wäre es schön gewesen, wenn irgendjemand mal nachgefragt hätte oder so und wenn dann Bokomon sowas erwähnt hätte. Und vor allen Dingen muss man sich fragen, wenn es so einen Tunnel gibt, der die ganze Geschichte aufzeichnet, warum sind die Kinder dann nicht schon mal vorher irgendwie darauf aufmerksam gemacht worden? Gerade Bokomon, der stellt ja absolut null Fragen dazu, der muss den ja also irgendwie gekannt haben. Also irgendwie wirkt das so, ja, wir brauchen jetzt irgendwie wieder so eine Folge, in der wir noch einmal alles erklären. Und das ist auch die Sache, Baronmon beginnt halt wieder von vorne. Ja, dass da eben mal ein Streit zwischen H- und B-Hybrid-Digimon war. Und dass dann eben die 10 legendären Digikrieger, also erst Lucemon kam, dann die legendären Digikrieger, dass die dann Lucemon wieder halt besiegt haben. Dass sie sich dann aufgeteilt haben, jeweils in zwei Spirit-Paare. Warum sie das getan haben, also sich in Spirit-Paare aufzuteilen, wird nicht gesagt. Dann wieder wird erwähnt, dass halt da Seraphimon, Ophanimon und Cherubimon waren und dass jeder eben Spirits bekommen hat. Dann wird auch nochmal erzählt, von welchem Element. Dann wird nochmal erzählt, dass Cherubimon sich gegen die anderen beiden gestellt hat und bösartig wurde. Und die einzige neue Sache, die erwähnt wird, ist, dass Cherubimon von Lucemon manipuliert wurde. Fertig. Toll. Und alleine dadurch, dass in der letzten Folge, also in der Folge davor, Lucemon ja schon, als es die Daten hatte, Cherubimon als erbärmliche Kreatur bezeichnet hat, da konnte man sich seinen Teil schon denken und hat sich so gedacht und auch gesagt, ja, Lucemon wird wohl Cherubimon manipuliert haben. Gut, das finde ich nicht so schlimm, dass das nochmal gesagt wurde, aber alles andere, auch diese Szenen, die wir gesehen haben, waren teilweise Szenen, die wir schon aus vorigen Folgen gesehen haben oder auch teilweise vom Opening nur so ganz langsam abgespielt, damit es halt nicht so schnell ist und so. Also ich fand das schon ein bisschen billig und einfach nur lächerlich. Bokomon hat auch zweimal selbst gesagt, das wissen wir schon, das weiß doch jeder. Und Baronmon sagte halt endlich deinen Mund. In dem Punkt muss ich mich Bokomon aber anschließen. Irgendwann ist es dann auch mal so weit, dass man so nach gefühlten 4-5 Mal in diesen ganzen 38 Folgen sagt, ja, jetzt brauche ich das jetzt aber nicht schon wieder zu hören. Irgendwann weiß ich das auch mal und ja, naja. Was soll's. Man kann es nicht ändern, aber wie gesagt, es ist ein bisschen nervtötend und wirkt ein bisschen wie eine Filler-Folge. Naja, das einzige Schöne, was ich noch fand, war, man hat einen Teil der antiken Digimon gesehen. Also, ja, jetzt nicht alle. Also, Anzieht, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, es hieß schon zumindest bei uns auch Beetlemon oder so, glaube ich. Und dann zumindest Sphinxmon und Anzieht Garurumon. Die drei hat man nicht gesehen, die anderen schon. Zwar jetzt nicht in ihren ursprünglichen Farben, aber mehr als nur den Schatten. Man konnte schon richtig so erkennen, wie die aussehen. Also von daher, das war ja noch nett. Allerdings hat mich schon früher immer, als ich die Serie beim ersten Mal geguckt habe, schon ein bisschen enttäuscht, dass man die nie richtig gesehen hat. Klar, Anzieht Greymon und Garurumon kann man im Frontier-Film sehen, aber so kurz wie die auftauchen und dann nur eine Attacke starten und die anderen, die kommen dann nicht vor. Und was sind schon 2 von 10? Also ja, da hätte man irgendwie ein bisschen mehr raushauen können. Also es hätte echt nicht schaden können, und wenn es nur in einem Rückblick gewesen wäre, die einfach mal zu zeigen. Aber was bringt das, sie zu entwickeln, sie zu erfinden, sie zu erwähnen, wenn sie nicht vorkommen? Also ich fand es schon schade.
Man hat in der Folge natürlich auch gemerkt, dass die Animation wirklich ziemlich schlecht war, was ich auch schade fand. Zum Beispiel war bei Barumon die Nase, die ist ja eigentlich rot, die ist dann schon mehrere Male blau gewesen, mindestens zweimal. Ich weiß nicht, ob es öfter war, aber zweimal ist es mir aufgefallen. Auch hatte man gesehen, nachdem Barumon halt das gesagt hatte da und die Kinder wieder zurückdigitiert sind, also irgendwie hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass die Produzenten und so Katsumon nicht mögen, weil als die Kinder zurückdigitiert sind, sieht man tatsächlich zweimal Agunimon. Katsumon ist zwar von den Füßen und so ein bisschen vom Haaransatz noch zu sehen, aber naja, durch das zweite Agunimon bedeckt. Ist natürlich nur ein Animationsfehler, aber es wirkt schon ziemlich billig und auch blöd. Naja, dann stellen sie halt fest, durch Barumon, dass dann eben da zwei Digimon sind, die wir wieder nur im Schatten sehen. Für die Folge selbst vollkommen okay. Und naja, in Japan läuft ja pro Woche meistens auch nur eine Folge. Und da ist klar, dass die Kinder dann vielleicht wieder vergessen haben, wie Dynasmon und Crusadermon aussehen. Und von daher ist das in Ordnung. Und Barumon weiß aber nicht, wer die sind. Und er weiß auch noch gar nicht, dass es die königlichen Ritter sind. Er weiß aber, dass die Digi-Welt, wie gesagt, halt zerstört wird. Und da denke ich mir nur so, du weißt also, dass die Digi-Welt zerstört wird, aber du hast keine Ahnung, wer jetzt die Gegner sind. Warum? Ja, er konnte so in die Zukunft sehen, er hat die Geister befragt und so, aber es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wenn irgendeines der Kinder gesagt hätte, wieso weißt du nicht, wer die sind? Und dann hätte er ja sagen können, ich kann nicht alles vorhersehen oder sowas. Also zumindest das war so mein Gedankengang. Nun gut, er sagt jedenfalls, dass die Gegner aber stark sind, das wusste er, und dass die Kinder keine Chance haben, das wusste er auch. Ja, und deswegen hat er das dann so gemacht, dass die Kinder erstmal kurz da so am Boden lagen und er sagte, ihr seid doch Menschen, noch habt ihr Zeit, wieder zurück in eure Welt zu gehen. Und daraufhin sagen Takuya und die anderen, nein, das machen wir nicht, es ist auch unsere Welt, wir sind ja auch zum Teil Digimon und deswegen werden wir hierbleiben und kämpfen. Das fand Barumon dann natürlich wieder irgendwie beeindruckend, ist ja irgendwie immer so. Jedes Mal, wenn wir so eine Serie haben mit irgendwelchen, also mit Menschen und irgendwelchen Nicht-Menschen, dann sind ja die Kinder dann in den Serien immer so, oder die Menschen, je nachdem, meistens sind es ja Kinder, dass sie dann doch immer sagen, wir geben nicht auf, und davon sind diese Wesen dann immer sehr beeindruckt. Nun ja, dann sehen wir Crusadermon und Dynasmon. Natürlich meine Frage, wie findet ihr die beiden? Findet ihr einen von den beiden besonders cool oder beide blöd? Schreibt es mir in die Kommentare. Es ist dann halt so, dass sie sich kurz vorstellen und dass dann eben auch gesagt wird, dass sie die königlichen Ritter sind und dann wird auch gefragt, warum die das überhaupt machen und so alles, weil die ja eigentlich für das Gute stehen. Ja, in dem Punkt muss man sagen, auch schon damals in Frontier waren die königlichen Ritter genau das, was wir 10 Trillionen Mal irgendwie sehen. Sei es in Digimon Story Cyber Sleuth, sei es zum Beispiel auch in Digimon Savers bzw. Data Squad oder auch in Digital Monsters X Evolution. Es ist immer wieder so, die königlichen Ritter stehen zwar für was Gutes, aber wenn der Herrscher, dem sie dienen, sagt, mach dies, das und jenes, dann hinterfragen sie zum größten Teil nichts mehr. Also es gibt ein, zwei Ausnahmen, die dann mal was hinterfragen. Und sie machen einfach. Und da ist es auch so, sie meinen, Lusumons Wille ist es, die Digi-Welt zu zerstören, weil sie ja sowieso schon zerstört ist und damit sie die dann halt neu aufbauen und gründen kann und dann darüber herrschen kann. Also von daher, sie hören einfach mal nur blindlings wieder auf jemanden, so wie immer. Nun ja, die Kinder digitieren dann erneut. Das sehen wir ein bisschen länger. Takuya und Koji zu den A-Hybriden, das fand ich zumindest ganz gut, dass die jetzt nicht so blöd waren und wussten, starker Gegner, komm, wir digitieren H- oder B-Hybrid. Die anderen sind dann wieder zu den H-Hybriden digitiert, da denke ich mir schon so ein bisschen, warum? Warum seid ihr nicht zu den B-Hybriden digitiert, die ja eigentlich wieder so ein bisschen stärker sein sollten? Naja, dann kämpfen sie, schlagen einfach die Attacken drauf, bringt natürlich überhaupt nichts. Und dann digitieren sie natürlich noch zu den B-Hybriden. Ja, das bringt dann natürlich auch nichts. Und letztlich werden sie dann fast besiegt und dann geben sie ihre Spirits wieder. Und das dauert dann auch wieder total lange. Und dann digitieren Takuya und Koji schon wieder zu Kaiser Greymon und Magna Garurumon. Zwar haben wir das jetzt auch wieder zusammen gesehen, wie beide digitiert sind. Also nicht jeder einzeln, das war zumindest ganz nett. Aber seit wir die Hyperspirit-Digitation zum ersten Mal gesehen haben, haben wir die jetzt in jeder Folge. Und damit ist das ja auch ein bisschen langweilig. Auch wenn man es natürlich verstehen kann, aber überspringen wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Naja, die greifen dann an. Es sieht so aus, als hätten sie eine Chance, haben sie aber nicht. Also sie sind eindeutig unterlegen. Und ja, dann will Dynasmon, also der greift dann natürlich, die anderen Kinder werden dann auch nochmal angegriffen. Barumon beschützt die dann, geht selber dafür flöten. Ja, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd, dass das Digimon quasi nur existierte, um die Geschichte nochmal zu erzählen und draufzugehen. Aber gut, okay, zumindest war sein Tod ja irgendwie noch sinnvoll. Und daraufhin sieht man dann um Zoe, JP und Tommy die Codes und um Koichi nicht. Ich gebe zu,
Dass Koichi keine Decodes hatte, fand ich damals wirklich interessant. Und ich habe dann auch schon irgendwie so ein bisschen gedacht, vielleicht ist der ja tot oder so und wirklich nur ein Geist. Aber ich fand es dann komisch, dass Dynasmon irgendwie meinte, sie können sogar Menschen in Decodes verwandeln. Ich würde mal sagen, die sind ja in der Digi-Welt und von daher sind die ja auch digitalisiert. Und dann ist es irgendwie logisch, dass die Decodes haben. Außer Koichi, ist ja irgendwie klar. Naja, Kaiser Greymon und Magna Garurumon versuchen es erneut mit Hauch der Vernichtung von Dynasmon, ein sehr seltsamer Name. Ist es dann so, dass sie halt alle weggeschleudert werden und damit ist auch wieder ein Großteil der Digi-Welt zerstört worden und Lucemon, nicht mehr Kerubimon, bekommt dann natürlich auch mehr Daten. Es sitzt dann da auch immer so im Kern und sagt, ja, königliche Ritter, gib mir mehr Daten, ich brauche das und so. Und damit ist die Folge dann natürlich auch schon wieder vorbei. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist auch die Sache eigentlich, dass wir hier schon so ein bisschen Adventure-Resonanz haben. Ich meine, ihr erinnert euch ja sicherlich an die Folge Rückkehr in die Digi-Welt, wo die Kinder dann gegen die Meister der Dunkelheit, also beziehungsweise das erste Mal auf die Meister der Dunkelheit getroffen sind. Da ist das ja auch so gewesen. Da taucht er erst mit Teil auf und die ganzen Digimon sind auf das Champion-Level digitiert. Issy hat dann gesagt, dass es ein Mega-Level ist. Demnach hätte man bei Machine-Ramon also wissen müssen, oh, ist vielleicht auch ein Mega-Level. Nein, sie digitieren dann natürlich alle auf das Ultra. Mache ich jetzt bei den anderen natürlich keinen Vorwurf, die hatten ja nicht mehr, aber warum sind Agumon und Gabumon nicht gleich zu Wargreymon und Metal Garurumon digitiert, um die Folge natürlich zu ziehen? Und auch ähnlich war es dann, die Meister der Dunkelheit waren überlegen, dann kam Pixiemon und ist halt draufgegangen. Irgendwie muss ich hier auch schon ziemlich stark daran denken, ist ja ähnlich, die Kinder digitieren erst zu den H-Hybriden, zu den B-Hybriden, außer natürlich Koji und Takuya, wobei die auch vorher noch zum H-Hybrid digitiert sind, wenn auch nicht gegen die königlichen Ritter. Die sind dann auch digitiert halt, also zu den A-Hybriden wenigstens. Und dann auch wieder zu Kaiser Grey und Magna Garuru. Sie hatten keine Chance. Die Attacken wurden einfach draufgehauen, haben auch keine Chance gehabt. Ja, und ich finde, das ist schon irgendwie so ein bisschen ähnlich. Und weil in den beiden Folgen auch nicht viel passiert, um ehrlich zu sein. Zwar muss ich zugeben, im Vergleich zu der Adventure-Folge finde ich diese Folge hier besser, weil wir ja, wie gesagt, so ein bisschen von den antiken Digimon zu sehen bekommen, wenn auch wirklich nur sehr wenig. Auch zumindest das mit Kerubimon und Lucemon wird ganz kurz erwähnt, das war auch nett. Und wie gesagt, das mit Koichi war dann doch so ein netter kleiner Cliffhanger und man fragt sich, was da wohl hinterstecken könnte. Wie gesagt, nett ist die Folge in diesen einigen, also in diesen Punkten schon, aber sonst überwiegend nur das, was wir alle schon kennen und digitieren, Attacken und ja, dass wir halt die beiden königlichen Ritter sehen. Komischerweise kam aber keine Information, so wie der D-Scanner das sonst immer gemacht hat. Also von Barunmon schon, aber von den königlichen Rittern gab es halt keine Info vom D-Scanner und das finde ich irgendwie ein bisschen dämlich, weil er das ja sonst auch immer gemacht hat. Damit hätte man auch sinnvoller Zeit ziehen können als mit der ganzen Digitation. Naja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den königlichen Rittern haltet, was ihr damals dazu gedacht habt, wie ihr das mit Koichi gesehen habt und wie euch die Folge gefallen hat.